Hi Leute, in dem Video heute geht es um Entgiftung und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema für all die Leute, weil ich immer wieder gefragt werde, ist es noch Entgiftung, wenn ich die und sie Symptome habe? Ist es Entgiftung, wenn ich dieses oder jenes habe? Und darum soll es heute gehen. Also es sind zwei wichtige Fragen. Einmal, was bedeutet Entgiftung? Da wollte ich genauer drauf eingehen. Ich wollte mal kurz hier das Buch dann, ein paar Textstellen drauf eingehen von Walter Schaube, Paradieskost. In dem wird das Ganze auch genau erklärt. So. Ich wollte daraus nochmal ein paar Beispiele annehmen und dann noch später näher drauf eingehen. Und der zweite Punkt, die zweite wichtige Frage, wo ich dann drauf eingehen wollte, ist, warum du dich nicht zu optimal ernähren solltest. Und ja, jetzt wollte ich aber mal anfangen so zum Thema Entgiftung. Bei manchen ist es ja ein bisschen negativ behaftet im Kopf. Entgiftung, alles nur Entgiftung, überall die bösen Gifte und so. Das hat nichts mit bös oder gut zu tun. Man kann das Ganze auch als Reinigungsprozess sehen. Also ich habe auch in meiner Playlist so der Rohkostreinigungsweg oder in dem Videokurs, den ich habe, der ist auch drunter verlinkt, dann nenne ich es eben auch Reinigung. Reinigungsweg. Detox ist dann nicht so negativ behaftet, deswegen kann man auch irgendwie Detox schöner verwenden vielleicht auch. Aber ja, es ist eben ein Reinigungsprozess. Es ist die Ausscheidung von Fremdstoffen, von Schadstoffen aus dem Körper. Fremdstoffe ist alles, was nicht in den Körper hineingehört. Und weil viele fragen, ist es noch Entgiftung, wenn ich diese oder jene Krankheit habe? Es ist immer Entgiftung. Alles ist Entgiftung. Der Punkt ist nur, aus welchen Gründen geschieht diese Entgiftung. Und die kann aus zwei Gründen geschehen. Entweder entgiftet der Körper, weil du immer wieder neuen Mist nachschaufelst, neue Fremdstoffe zu dir nimmst, oder der Körper entgiftet, weil du ihm die Chance gibst und die Möglichkeit, alten, eingelagerten Müll auszuscheiden. Alte, eingelagerte Fremdstoffe auszuscheiden. Und das ist ein markanter Unterschied. Genau. Und darauf wollte ich jetzt mal näher eingehen. Genau, also, da gibt es ein schönes Beispiel. Ich habe es auch in einem anderen Video schon mal aufgezeichnet gehabt. Und zwar, okay, wenn ihr jetzt... Das Ganze mal ein bisschen größer. Wenn ihr den Körper als Fass seht, also jetzt nochmal, Krankheit ist immer der Prozess, Gifte auszuscheiden. Krankheit ist immer die Ausscheidung von Fremdstoffen aus dem Körper. Sei das jetzt ein Schnupfen, wo über Schleim, wie Erret das zum Beispiel auch bezeichnet, also Arnold Erret, Bücher sind auch drunter verlinkt, dass es immer über Schleim ausgeschieden wird, über Körperflüssigkeit, eben über einen Schnupfen, über Erkältung, über sonstige Wege. Auch mit dem Stuhlgang wird über Schleim ausgeschieden. Ihr werdet merken, wenn ihr vermehrt Giftstoffe ausscheidet und euren Körper reinigt durch Fasten, durch gesündere Phasen, durch Kuren sozusagen, dann wird auf dem Stuhl, beziehungsweise wenn du danach in die Toilette schaust, wird sich ein Schleim absetzen. Auch beim Urin teilweise, wenn es verstärkt über die Nieren stattfindet. Genau. Und T.H. Tilden hieß er, glaube ich, der hat Toxemielehre aufgestellt. Und das war zum Beispiel auch was, wo ich in dieser Ernährungsausbildung gelernt hatte. So, ich hatte mal so einen Fachberater, holistische Gesundheit hat sich das genannt, gemacht. Also eine Online-Ausbildung. Und da haben die das auch erwähnt. Fand ich echt interessant. Die sind da sehr viel drauf eingegangen, auch so auf alternative Sachen. Genau. Und es ist eben immer die Ausscheidung von Fremdstoffen.
Also, was bedeutet das jetzt, wenn man dieses Fass hat? Ach ja, genau. Ein Punkt noch. So. Es ist auch das, wenn die Leute immer sagen, oh, jetzt bin ich krank von der Ernährung und so weiter. Oder egal. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, so, ich freue mich, wenn ich krank bin. Ich wollte auch mal ein Video darüber machen. Du solltest dich freuen, wenn du krank bist. Weil Krankheit immer die Ausscheidung von Giftstoffen bedeutet. So, und da gehe ich jetzt mal näher drauf ein. Mit dem Fass hier jetzt. Also, das ist das Fass, das Pensum, dein Müllfass, dein Körper, den du im Laufe deines Lebens mit Fremdstoffen ansammeln kannst. So. Und bei diesem Fass, da hast du jetzt zum Beispiel hier verschiedene Ventile. Hier hast du kleinere, größere Ventile. Hier ein Auslassventil hast du schon ganz unten zum Beispiel. So, da. Das sind verschiedene Ventile. Und jetzt mal angenommen, im Laufe deines Lebens sammelst du immer mehr Fremdstoffe in deinem Körper an. Der Körper weiß nicht wohin, der lagert das ein in die Zellen, der baut seine Zellen daraus auf. Das heißt, dein Haus besteht wahrscheinlich nur aus Restmüll. Es ist wie wenn du ein Haus gebaut hast und das Mauerwerk besteht nicht aus Stein, sondern aus gelben Säcken. So, und dann hast du eine tolle Fassade oder das Gipsplatten oder was und im Prinzip ist das Ganze nur eine Fassade. Das ist wie eine Kulisse im Film. Da ist nichts Stabiles dahinter. Wenn der nächste Sturm kommt, dann stürzt das Ding ein. Das ist nichts Dauerhaftes. Du kannst nicht da drin leben. So. Und wenn du jetzt im Laufe deines Lebens, sagen wir mal, hier als Allesesser, wenn du Allesesser bist, alles Esser, dann hast du so viel Gifte im Laufe deines Lebens angesammelt. So. Angenommen, als Kind, als Baby, hast du vielleicht gerade noch so viel Gifte in deinem Körper. Beziehungsweise, wenn du zu Paradies kommst, das was auch Walter Schaube eben sagt, in dem Buch, kommst, dann reinigt sich der Körper auch wieder ganz runter. Oder eben durch Fasten hat der Körper die Chance, sich zu reinigen. Das heißt, ich schreibe hier jetzt mal Monokost hin. Wenn das hier unten zum Beispiel Monorohkost ist, Monoroh, so, genau. Oder als Baby hast du einfach noch ganz wenig Gifte. Du hast die Gifte, die dir weitergegeben wurden von deiner Mutter, ja, von deinen Eltern. Die schlechten Angewohnheiten. Der Körper wurde ja schon aus, ja, aus den Körpern deiner Eltern gezeugt. So. Und dementsprechend hast du schon ein kleines Maß an Giften in deinem Fass. Und diese Ventile kannst du jetzt als verschiedene Krankheiten sehen, Ablassventile, als Ausscheidungsventile. So, und das kann eben hier, ganz banal hier, das erste Ventil ist Schwitzen. Schwitzen, so, über Schwitzen scheidet der Körper ständig Giftstoffe aus. Das ist ein Entgiftungsprozess auch, das Schwitzen. Das ist noch ein angenehmes Symptom, werde ich später auch drauf eingehen. So. Dann hast du aber unangenehmere Ventile. Hier, das könnte zum Beispiel Erkältung sein. Erkältung. Das Ventil ist Neurodermitis. Ja. Neurodermitis soll es heißen. So. Hautkrankheit zum Beispiel. Über die Haut ist so ein anderer Punkt, wo der Körper viel Gifte ausscheidet. Über Pickel, über Unreinheiten, Neurodermitis, Schwitzen. So. Das sind also sinnvolle Prozesse,
um Gifte auszuscheiden, um Fremdstoffe auszuscheiden. Krankheit ist ein sinnvoller Prozess vom Körper, um Fremdstoffe auszuscheiden. Was passiert jetzt durch alle schulmedizinischen Maßnahmen, wo nur Symptome bekämpft werden? Wird einfach nur dieses Ventil dicht gemacht. So, ich habe eine Erkältung, dann nehme ich jetzt irgendein Medikament. Das Medikament macht mein Ventil zu, unterdrückt das Symptom. Ich scheide nichts aus, nach außen hin wirkt es fitter, wirkt es agiler. Aber was mache ich, wenn ich dieses Symptom unterdrücke, füllt sich mein Fass noch schneller, das heißt, ich sterbe früher. Genau. Das ist also das, was ich mache. Das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Man kann das nicht anders. Okay, ich werde krank, dann nimmst du irgendein Medikament, nimmst Antibiotika und unterdrückst eine Krankheit. Das heißt, dein Fass füllt sich schneller so. Du wirkst erstmal gesünder. Aber es ist ja auch so, wenn man sich dann die Menschen anschaut, plötzlich irgendwie mit 50, Top-Vitaminwerte, alles im Gleichgewicht von den Werten her. Aber plötzlich stirbt er so, weil das ganze Haus einfach aus Müll aufgebaut ist. Da bricht einfach alles zusammen irgendwann. Du unterdrückst vielleicht mit Impfungen gewisse Krankheiten, dafür kommen wieder Allergien, dafür kommt ein anderes Symptom, weil sich das dann verlagert. Der Körper versucht dann die verschiedenen Ventile zu nutzen. Bei dem einen ist es veranlagt mehr über die Haut, bei dem anderen ist es mehr der Darm oder die Lunge. Das kann alle möglichen Wege gehen. So. Und wenn man jetzt im Laufe des Lebens hier immer mehr Gifte ansammelt, jetzt ist man irgendwann hier oben als Allesesser angelangt. So, wenn ich jetzt also meine Ernährung umstelle vom Allesesser und meinen Körper reinige, dann gebe ich ihm jetzt wieder die Chance, sagen wir jetzt mal, wenn ich mich vegetarisch ernähre, so, wenn ich mich vegan ernähre, hier vegetarisch, hier vegan, die Linie. Das heißt, der Körper kann sich um diesen Sprung hier reinigen. So, und jetzt kommen die Gifte, dann öffnet sich das Ventil wieder. Und jetzt können sich, wenn ich mich vegetarisch ernähre, vom Allesesser, so, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ich mich vegetarisch ernähre, aber im Grunde, wenn ich ähnliche Sachen esse, wie als Fleischesser, ist vegetarisch immer gesünder, so, wenn ich stattdessen nicht viel mehr Käse esse. Wenn ich einfach nur das Fleisch weglasse und dafür mehr Gemüse esse, Kartoffeln, Reis oder was auch immer, ist es auf jeden Fall besser, als wenn man Fleisch isst. Genau. So, dann kann der Körper sich um diesen Sprung hier reinigen. Genau. Wenn ich jetzt aber sage, hey, von jetzt auf gleich springe ich zu vegan, dann ist der Sprung größer. Dann öffnen sich mehr Ventile. Dann fühle ich mich schlapper. Das sind die Entgiftungssymptome stärker. Das ist eben auch das, was jeder hat im Prinzip starke Entgiftungssymptome, wenn er dann auf Rohkost umstellt. Das heißt, wenn du hier auf Rohkost und jetzt auch nochmal angenommen Mono umstellst, dann ist der Sprung so riesig, der ist doppelt so groß. Dann hast du hier noch zig Ventile, die sich noch öffnen. So. In dem Fass. Das heißt, es kommt zu wesentlich mehr Entgiftungserscheinungen. Der Körper geht in wesentlich tiefere Reinigungsprozesse. So. Und das ist eben auch der Punkt. Viele sagen dann, hey, das kann nicht sein, die Entgiftung ist nach 3 Monaten rum. Man muss sich wirklich mal überlegen, ich habe andere Videos dazu gemacht, ich verlinke es mal in der Infobox. Man muss sich mal überlegen, wie lange man seinen Körper vergiftet hat. 20 Jahre ist ja nur das Leben oder 30 Jahre, das man jetzt hatte, die man den Körper jetzt selbst vergiftet hat. Dann kommt es von den Generationen vorher dazu,
die seit Jahrhunderten, Jahrtausenden Fleisch gegessen haben. Und die letzten zwei Generationen wurden ja immer schlimmer, so nach dem Krieg. Das muss man sich wirklich nochmal bewusst machen. Seit dem Krieg gibt es Spritzmittel, so viele, die ganzen Böden sind alle völlig überspritzt. Und ja, chemisch angebautes Essen ist ja normal heutzutage. Wir bezeichnen ja dann Bio-Lebensmittel extra, was auch wieder das Paradoxe in unserer Gesellschaft widerspiegelt. Normalerweise sollte man die Lebensmittel als chemisch hergestellt bezeichnen. Genau, also die meisten chemisch hergestellten Lebensmittel, eben auch Tomaten, Gurken, die konventionell chemisch hergestellt wurden, im Supermarkt sind schon Fremdstoffe so gesehen. Ja, dann sind sie hochverarbeitet, die Lebensmittel. Sehr degeneriert, konzentriert. Ja, das Einzige, was normale Lebensmittel im Supermarkt einigermaßen normal sind, ist die Obst- und Gemüseabteilung. Und selbst die, das Obst und Gemüse heutzutage ist sehr gezüchtet, sehr überzüchtet, wo man auch dann irgendwann auf Dauer wieder vorsichtig sein muss. Genau. So, und deswegen, der Körper kommt in so einen starken Entgiftungsprozess. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die Gifte hier durch das Ventil frei werden, dann muss das Ganze wieder in die Blutbahn. Und nach einer Zeit, über Wochen, über Monate, sammelt sich im Blut, wenn das Ganze wieder ausgeschieden wird, das geht wieder in den Blutkreislauf, wieder in den Darm, wird über den Darm ausgeschieden oder über Schwitzen, über sonstige Wege, über das Blut. So, aber es muss nochmal durch den Körper durch. Erst ist es eingelagert in der Mauer, aber man muss es erstmal wieder durchs Haus tragen, um die Giftstoffe auszuscheiden. So. Und deswegen ist es auch so, wenn dieser Sprung zu groß ist, wenn sich da zu viele Ventile öffnen gleichzeitig wieder und dieser ganze Müll rauskommt, dann steht das ganze Haus voller Dreck. So. Ihr tut euch nichts Gutes dabei. Der Sprung ist einfach zu groß. Und jetzt eben, um auf diese zweite Frage zu kommen. Warum du dich nicht optimal ernähren solltest? Das ist eben der Punkt. Viele steigen in die Rohkost ein, haben vorher vielleicht mal ein paar Monate vegan gemacht, was gar nichts ist. Da fängt die Entgiftung erstmal an. Der Sprung durch vegan ist schon so groß, dass man sich erstmal 2, 3, 4 Jahre vegan ernähren kann, damit der Körper das erstmal alles rausgehauen hat. So. Wenn man sich jetzt so lange vegan ernährt hat und dann auf Rohkost umstellt, ist der Sprung immer noch doppelt so groß wieder. So. Und deswegen, viele steigen dann in die Rohkost ein und wollen da optimieren, sehen irgendwie nach einem Jahr, hier und da werden sie noch krank. Es ist wirklich ein jahrelanger Entgiftungsprozess. Es wird immer besser, aber du musst am Anfang nicht darauf achten, oh, Mono zu essen oder auf Kombinationsregeln. Die kann man sich nebenbei mal anschauen. Der Körper wird dann sowieso sensibler. Und umso reiner der Körper wird, umso sensibler wird er. Und dann hast du auch keine Lust mehr auf viel Gemischtes. Diese Kombinationsregeln und das Ganze ergeben sich dann ganz automatisch. Wenn du dich von Anfang an zu optimal ernährst, alles perfekt machst, dann, ja, dann ist dieser Sprung zu groß. Das ist einfach ein riesiger Sprung hier. Also, das muss man sich mal überlegen. Viele springen da wirklich von Allesesser in eine Rohkost rein und wollen dann plötzlich auch nur noch Früchte essen, was wirklich dann irgendwie nur noch hier unten kommt. So. Das ist wie ein Fasten praktisch zu machen. Dieser Sprung ist viel zu riesig. Also. So, und wenn jetzt also deine Ernährung zu optimal ist, zu optimal, dann wirst du umso mehr krank. Die ganzen Gifte kommen wieder, wie gesagt, in den Blutkreislauf und du schaffst es nicht, die so schnell auszuscheiden. Und deswegen gibt es eben einmal Mittel, um das zu unterstützen. Und dann solltest du wissen, dass du das Ganze langsam angehst, wie gesagt. Langsam umstellen. Gerade am Anfang der Rohkost viel Grün essen unterstützt die Entgiftung enorm. Das entgiftet den Körper nicht so stark, wie wenn du Früchte isst und so weiter. Und dann auch überzüchtete Früchte bringen den Körper, wenn man zu viel isst,
Zu viele süße Früchte bringen ihn auch ins Ungleichgewicht. Nicht so hochgezüchtete Sorten essen. Nicht so süßes Obst essen und nicht so viel Obst essen. Ihr könnt schon Obst essen, jeden Tag, aber nicht so viel, das kommt auf die Mengen drauf an. Genau. So. Und auch was jetzt die Krankheitsgeschichte angeht. Man kann das jetzt zum Beispiel, so, wenn ich das jetzt mal, das ist euer Lebensstrang hier. Sag mal 100 Jahre, 0 Jahre. So, das ist euer Alter. Wenn man jetzt die Krankheiten anschaut, die verschiedenen Ventile, die aufgetreten sind. So, als Kind irgendwann oder hier als Jugendlicher, hier mit 15, da hat man Pickel und so weiter. Da ist das ein typisches Entgiftungssymptom. Man hat oft noch hier als Kind Nasenbluten. Das hatte ich zum Beispiel als Kind und das hatte ich nur als Kind. Nasenbluten, so. Dann später kamen vielleicht andere Krankheiten. Erkältung kam wahrscheinlich schon öfter, so. Wenn jetzt Erkältungen zum Beispiel das erste Mal hier aufgetreten sind, genau, und dann kam später vielleicht hier dann irgendwann mit 30 kam dann, auch nehmen wir doch mal Diabetes, kam dann Diabetes, oder bei dem anderen kam mit 35 Hautkrankheiten, dann, ja, für den anderen kam dann hier mit 50, Skala stimmt jetzt nicht ganz, mit 50 Herzprobleme, so, wenn ihr jetzt praktisch euren Lebensstrang habt, wenn ihr euren Körper reinigt und sich die Ventile wieder öffnen, dann geht ihr eure Krankheitsgeschichte praktisch rückwärts. Alle Symptome, die ihr zuletzt hattet, die reinigen sich zuerst. Das heißt, wenn du jetzt das erste Mal jetzt 40 bist in deinem Leben und das erste Mal in deinem Leben eine Mittelohrentzündung hast, wenn du jetzt auf Rohkost umstellst, dann reinigen sich diese Krankheiten, die am nächsten zurückliegen jetzt an deine jetzige Zeit, zuerst. Die heilen sich zuerst wieder. Das sind die Ventile, die als letztes hier aktiviert wurden bei dir. Die heilen sich jetzt zuerst, die als letztes aufgetreten sind. Und dann gehst du praktisch, wenn du deinen Körper langsam reinigst, deine komplette Krankheitsgeschichte, deine komplette Lebensgeschichte rückwärts. So, das heißt, wenn du tiefe Probleme hattest, wie starke Neurodermitis, das ist dann wieder so lange wie diese Neurodermitis, von, was weiß ich, von 10 Jahren bis 25 Jahre aufgetreten ist, so lang gehst du den Weg dann wieder rückwärts. Das geht viel schneller, aber trotzdem dauert es ein, zwei Jahre, wo das immer mal wieder phasenweise, schubweise auftaucht. Aber weil es diesmal wirklich abgelassen wird, der Druck von dem Ventil, und nicht, weil immer mehr nachkommt. Ja, wenn immer mehr nachkommt, dann läuft auch immer weiter was aus dem Ventil raus. Vielleicht verstopft es irgendwann mal oder es wird mit Cremes oder was, jetzt bei im Fall von Neurodermitis, unterdrückt. So, dann füllt sich das Fass nur weiter und es kommt irgendwann ein neues Ventil, wie gesagt. Ja, und so gehst du eben jetzt, wenn du den Körper reinigst, wenn du den entgiftest, langsam wieder deine Krankheitsgeschichte rückwärts. Und es ist ein jahrelanger Prozess. Ich habe jetzt nach 2, 3 Jahren Rohkost, reiner Rohkost mit Fasten gemerkt, jetzt tauchen immer tiefere Sachen wieder auf. Genauso erscheinen wieder die Erinnerungen. Es tauchen einfach so plötzlich wieder bei mir Erinnerungen auf. Also es gibt wirklich ganz wenig Lebensabschnitte, an die ich mich nicht mehr erinnere. Also ich habe mich sogar wieder an die Geburt erinnert. Ich habe nur einen kurzen Lebensabschnitt, so mit 2, 3 Jahren, 4 Jahren, wo ich so viel im Krankenhaus war. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ja, weil ich damals nur eine Niere hatte, so, und
Das ist noch eine Zeit, da kommen gerade langsam Erinnerungen dran hoch. Die werden jetzt gerade immer klarer, dass da gerade Erinnerungen auftauchen, wie ich da im Krankenhaus war und was da mit meinem Körper gemacht wurde und so weiter. Das wird dann immer klarer. Sowas taucht immer mehr auf. Das hat man nur verdrängt, weil es damals nicht verarbeitbar war für einen. So. Und ich hatte jetzt auch dann irgendwann wieder Nasenbluten bekommen. Ich hatte mein ganzes Erwachsenenleben kein Nasenbluten mehr. Das hatte ich irgendwann mal als Kind hier, dieses Ventil genutzt, Nasenbluten. Mit, was weiß ich, 6, 7 Jahren. Und dann irgendwie, ab ich 10 war oder was, hatte ich nie mehr eigentlich Nasenbluten. Und jetzt kam mal wieder Nasenbluten so kurz. Jetzt hatte ich das auch schon länger nicht mehr, aber das war eben vor einem halben Jahr, da hatte ich wieder öfter dann Nasenbluten. Auch nur auf der rechten Seite. Das ist auch die Körperhälfte, die bei mir noch etwas aus dem Gleichgewicht war, wo auch seit der Geburt die rechte Niere gefehlt hatte. So. Genau. Und ja, all das heilt sich wieder. All diese Prozesse heilen sich wieder. Alles. Genau. Und es geht eben rückwärts. Die ganze Lebensgeschichte, die ganze Krankheitsgeschichte geht es rückwärts einmal. Also das, was näher da liegt, du hattest noch nie, wie gesagt, eine Mittelohrentzündung, die hattest du jetzt vor einem Monat das erste Mal, das heilt sich zuerst. Dann kommen die Krankheiten, die weiter zurückgelegen haben bei dir. Und genauso ist es eben, wenn du die Schichten im Körper betrachtest. Du gehst vom Äußeren ins Innere, in die Tiefe. Also einmal das, was zeitlich am weitesten zurückliegt, in der Kindheit, es wird immer später geheilt. Und dann geht es, umso länger du deinen Körper reinigst, umso länger du bei einer Rohkost bleibst. Nach 2, 3 Jahren fangen auch die tiefen Heilungsprozesse an. Zuerst wird das äußere Gewebe geheilt. Ich habe das zum Beispiel auch gemerkt bei den ersten Fasten. Da habe ich völlig abgemagert, völlig im Gesicht so. Du hast die Wangenknochen durchgesehen. Und das nach einem Tag Fasten oder nach einem halben Tag Fasten ist mein Gesicht schon eingefallen so. Weil sich das Fettgewebe erstmal reinigt, das äußere Fettgewebe. Mittlerweile ist es sauberer bei mir. Wenn ich jetzt faste, dann sieht man das nicht. Wenn ich 2 Tage nichts esse, dann sieht man da im Gesicht keinen Unterschied vom Fettgewebe her. So, weil sich das schon gereinigt hat. Jetzt geht es an die tieferen Schichten, jetzt geht es ans innere Gewebe, an die Knochen teilweise, an die Substanz, an die inneren Organe wirklich. Und es geht immer tiefer dann. Also immer weiter zurück, dieser Heilungsprozess über die Jahre wirklich. Und immer tiefere Schichten über die Jahre. So. Genau. Ein weiterer Faktor ist natürlich dabei Stress, die Umgebung. Das spielt immer so enorm mit. Wenn du deinen Körper nicht entspannst, auch vom Geist her, vom Körper, also von der Bewegung her, von der Entspannung, die du einfach aussendest, so. Wenn du den nicht entspannst, dann werden solche Entgiftungsprozesse auch nur sehr schwach eingeleitet. Also ihr kennt es vielleicht, ihr habt Urlaub so, merkt, hey, da lasst ihr los, entspannt völlig, schafft es loszulassen. Dann merkt der Körper registriert es und dann wird man oft krank. Oh, warum ausgerechnet jetzt krank, wenn ich Urlaub habe? Ja, weil du jetzt geistig loslässt, der ganze Stress ist vorbei, du weißt, du musst nicht mehr das Projekt abschließen. Es ist jetzt abgeschlossen, du hast Urlaub, du kannst entspannen. Das Signal sendest du auch an den Körper. Und dann leitet der tiefere Entgiftungsprozesse ein. Das ist auch das beim Fasten. Je nachdem, wie man fastet, wenn man sich dabei keine Ruhe gönnt und unter Stress fastet, dann wird dabei nicht viel gereinigt. Ein bisschen was, aber nicht viel. Die tieferen Prozesse, die finden dann statt, wenn ihr eurem Körper dann Ruhe und Zeit dazu gönnt. Genau. So, und jetzt wollte ich mal hier noch auf dieses Buch von Walter Schaube eben eingehen. Das ist hier Diplomphysiker Walter Schaube, Kerngesund ohne Umwege heißt das Buch. Ich habe das ja auch immer wieder in anderen Videos von mir erwähnt und das ist einfach ein Buch, das... Ja, das erklärt alles, sage ich jetzt mal. Das erklärt wirklich alle anderen Ernährungsrichtungen auch. Wenn ihr das Buch hier gelesen habt, dann versteht ihr, warum es so viele unterschiedliche Ernährungsrichtungen gibt. Und es ist eben wirklich so, weil jeder, wie gesagt, an einem Punkt stehen bleibt. So, da ist zum Beispiel jemand, der war krank. Und dann wollte er seine Krankheit heilen, okay, der hatte jetzt hier die Krankheit, der war vorher Allesesser. Dann ist er jetzt vollwertig und dann hat er ein Buch geschrieben, hey, vollwertige Ernährung heilt meine Krankheit. Ja,
phasenweise. Das ist dann vielleicht 10 Jahre geheilt, die Krankheit. Bis du dann mit voll, selbst mit Vollwerternährung wieder langsam Gifte ansammelst über 10, 20 Jahre und dann kommt die Krankheit wieder. Genau. Oder jemand anderes sagt dann, hey Rohkost, boah, ich fühle mich so bombig fit, 80-10-10, tausende von Kalorien essen so. Oder eine grüne Rohkost, was top ist, eine grüne Rohkost so, kommt immer nur eben auf den Standpunkt drauf an, wo man gerade ist. Also eine reine grüne Rohkost, hat die und jene Krankheit geheilt, ja, aber trotzdem geht es noch weiter von den Stufen her. Trotzdem geht die Entgiftung noch weiter. Und ich wollte mal hier im Buch von Walter Schaube, der beschreibt es eben auch sehr schön. Ich wollte da mal ein paar Kapitel vorlesen, der hat es schön untergliedert im Alphabet einfach und hat dann gewisse Worte, was weiß ich, sowas wie Entgiftung, jeweils so eine halbe Seite oder so dazu geschrieben und es erklärt. Und ich habe mir mal ein paar Begriffe aufgeschrieben, die er nochmal erläutert und wollte da mal drauf eingehen. Und zwar war das einmal Entgiftungswege bzw. Ausscheidungsarten hat er es genannt. Also in der A finde ich das. So, Atmen, das Modell von Menschen, Augen, Ausdauer, Ausscheidungsarten. So. Also, Walter Schaube schreibt hier über die Ausscheidungsarten. Oder, was macht der Körper mit Sondermüll? Hereinkommt jede Menge Sondermüll. Und er hat jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man es erkennt, verschiedene Ausscheidungsarten erwähnt. Also, was macht der Körper? Erst kommt Müll in den Körper und jetzt hat der Körper zwei Möglichkeiten. Erstmal die Ausscheidung oder die Einlagerung. Bei jedem normalen Menschen, der sich konventionell ernährt, geschieht erstmal eine Einlagerung. Und dadurch geschieht dann früher Tod. So, Einlagerung heißt einfach nur, zack, der lagert das Fass weiter voll. Sobald ein normal, konventionell normal lebender Mensch in unserer Gesellschaft, also ein Zivilisationsmensch bei uns, sobald er krank wird, stopft er das Ventil zu, das Fass füllt sich noch schneller und ja, die Ausscheidung wird eigentlich immer unterdrückt. Das heißt, er lagert immer ein. Also einlagern oder ausscheiden sind die zwei Möglichkeiten. Und bei einem normalen Menschen wird eigentlich immer eingelagert, ganz gering wird noch ausgeschieden. Genau, solange das nicht unterdrückt wird. So. Dann, falls der Körper ausscheidet, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder der Körper scheidet sofort aus oder verzögert. Also sofort bedeutet eine Allergie, sofort allergische Reaktion. Oder verzögert ist eine Krankheit, ein Symptom. Wenn das immer wieder genutzt wird, dann wird es chronisch bezeichnet, als chronisch bezeichnet in der ja, konventionellen Schulmedizin. Genau, ansonsten ist es eine akute Krankheit, ein Schnupfen, was auch immer, Erkältung, genau. Oder eben chronisch dann, wenn das dauerhaft geschieht. So, und er schreibt jetzt weiterhin, wenn der Körper Schlacken oder Sondermüll hereinbekommt, hat er mehrere Möglichkeiten, dies zu entsorgen. Über den normalen Weg, den Darm, geht es nicht, weil dieser Weg dafür nicht vorgesehen ist. Also lässt sich der Körper etwas anderes einfallen. Hat sich der Körper für Ausscheidung entschieden, wenn der Körper also noch nicht ganz kaputt ist, hat er in Klammern geschrieben, ja. Und so kann das sofort geschehen, die Ausscheidung. Dann sprechen wir von einer Allergie. Tritt die Reaktion nicht sofort auf, also eine kurzzeitige Einlagerung, so sprechen wir von einer Krankheit oder einem Symptom. Bei chronischen Krankheiten reagiert der Körper immer wieder auf dieselbe Weise, auf immer den gleichen Sondermüll. So, tritt eine Krankheit nur akut auf, so öffnet der Körper ein Ventil der Regentonne hier, sieht das Regentonnenmodell, und wenn der überschüssige Sondermüll abgeflossen ist, ist die Sache erstmal erledigt. Also, wenn dann das abgeflossen ist, dann ist es erledigt, aber wenn ich immer wieder weiterhin den Müll zu mir nehme, dann geschieht es nicht. So, schlimmer ist es, wenn er sich für permanente Einlagerung entscheidet und dies immer wieder tut. Das heißt, wir geben ihm nicht die Möglichkeit zu entgiften, auszuscheiden, zum Beispiel durch Fasten, Obst essen,
Einmalige und kurzzeitige Einlagerung führt zu Krankheit und Symptomen, aber permanente Einlagerung führt zum frühzeitigen Tod. Ja, die Regentonne wird einfach voll, genau. Das Fass ist einfach voll. Und dementsprechend, ja, dann stirbt man eben früher, sobald das Fass voll ist. Genau. So, interessant dazu ist eben auch jetzt zu diesem Punkt Einlagerung, diese Doppelwirkung. Also er hat dann hier einen Punkt noch unter D, wie Doppelwirkung. Das heißt, jeder Normalköstler hat eben eine Doppelwirkung. Na, wo ist es? F, E, D. Hier die Doppelwirkung. Und über die Doppelwirkung schreibt er eben, er schreibt übrigens in seinem Buch immer als Frau. Also er hat es als kleinen Gegenpol, weil wir heutzutage immer Mann schreiben und es irgendwie als Standard geworden ist, dass man Mann macht dies und jenes, schon als Umgangssprache verwendet. Er benutzt immer Frau, einfach um da mal einen kleinen Gegenpol reinzubringen, finde ich ganz witzig. Genau, also er schreibt hier Doppelwirkung. Wenn Frau Dinge isst, die nicht in den Körper hineingehören, wie zum Beispiel Kochkost, dann gibt es für den Körper mehrere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Also ich ziehe Ausscheidungswege. Nach öfterem Genuss solcher Dinge reagiert der Körper mit Einlagerung und die sofortige Reaktion bleibt aus. Dabei werden die Giftstoffe über das Blut in die Brust transportiert. Also wenn man einlagert, werden die Giftstoffe erstmal in die Brust transportiert. Das heißt, während der Einlagerung hat man schon mal was davon, einmal wenn es eingelagert wird. Und genau. Das heißt, dass die Wirkung der Stoffe spürbar ist, wie zum Beispiel Müdigkeit. So, die Einlagerung im Bindegewebe, in den Adern oder im Gehirn werden wieder herausgewaschen, wenn die Person fastet, roh ist oder sich viel bewegt. Dabei gelangen die Giftstoffe wieder ins Blut und verursachen noch einmal die gleiche Wirkung wie beim Einlagern, zum Beispiel Müdigkeit, bevor sie ausgeschieden werden, zum Beispiel durch Schwitzen. Frau hat zweimal gleich was davon also, obwohl sie nur einmal etwas Gekochtes gegessen hat. Teuflisch, nicht wahr? Also das ist diese Doppelwirkung. Einmal während es eingelagert wird, geht es durch den Blutkreislauf, wird in die Depots eingelagert und dann wieder beim Ausscheiden. Genau, so. Was habe ich mir noch für Punkte aufgeschrieben? Genau, die Entwicklungsphasen. Die Entwicklungsphasen. Das ist eben das, was ich hier schon in dem Fass eingezeichnet habe. Oder die ich eben, ich habe auch ein Video dazu gemacht, ich verlinke es mal in den Infokarten, die 12 Reinigungsstufen. Und das entspricht eben diesen Ernährungsstufen, dass du zurückgehst von Allesesser in vegetarisch, vegan, Rohkost, einfache Rohkost, Paradieskost, Fasten und ja, so hat es Walter Schaube eben auch bezeichnet, wie ich das in diesen, ja, 12 Stufen, ich habe es in 12 Stufen untergliedert. Walter Schaube, Moment, der hat es hier, ich habe hier die Pyramide, hier sieht man das Ganze. Er hat es in Paradieskost, Monoesser, Rohköstler, Veganer, Laktovegetarier, Trennköstler und Allesesser bezeichnet. Er hat jetzt also 7 Stufen genommen, die zur Reinigung hinführen, zur Paradieskost. Genau. So, und dann wollte ich nochmal auf die Entgiftungswege, auf diese Ventile im Fass eingehen, wie sie eben hier auch nochmal beschrieben werden. Und Walter Schaube hat hier eben, ja, unter dem Punkt Entgiftungswege unter E geschrieben, nach dem Essen von Kochkost hat der Körper verschiedene Möglichkeiten, die Fremdstoffe und Schlacken wieder loszuwerden, die nicht in den Körper hineingehören. Hier werden andere Bücher wie von Dr. Burger und von Professor Ehret vorausgesetzt. Genau. Da eine normale Verarbeitung durch den Darm nicht möglich ist, können folgende Störungen auftreten. Also, er hat jetzt 3 verschiedene Punkte genannt für Entgiftungswege. Erstens ohne Schmerzen.
Der zweite Punkt ist zum Teil schmerzlich. Und das dritte sind einfach Begleiterscheinungen. So, also ohne Schmerzen, Ausscheidungssymptome ohne Schmerzen, die wir normalerweise auch nicht unterdrücken, ist Schwitzen unter den Achseln. Dann über Leber und Niere, das heißt der Urin verfärbt sich einfach gelb oder verfärbt sich allgemein, wird dunkler, wird intensiver. Oder dann Kopfhaut, Schuppen, fettige Haare, Schwitzen allgemein, dann die Fußsohlen, Schwitzen, Schwielen und Fußpilz. Hat er jetzt mal ohne Schmerzen angesetzt. Dann zum Teil schmerzlich, der Punkt 2, hat er Eiter bei Verletzungen, dann Ohrenschmalz, Grippe, Erkältung, Nase, Rachen, Hals, Erbrechen, Durchfall, Furunkel, Eiterpickel, Lunge, Bronchien, Mittelohrentzündung, offene Stelle an Fersen, Bein oder hinterm Ohr. Das ist teilschmerzlich. Dann als dritten Punkt hat er geschrieben, Begleiterscheinungen, die immer auftreten können, wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, brennende Oberlippe, Unterlippe, Durchblutungsstörungen, Muskelkrämpfe, Halssehnenzerrung. So. Stellen Sie sich vor, Sie würden einen Dieselmotor mit Benzin betreiben. Es brennen die Glühkerzen durch, sodass er nicht mehr anspringt. Der menschliche Körper ist wesentlich robuster und gibt so schnell nicht auf. Aber auf Dauer hinterlässt die Kochkost doch ihre Spuren. Frau merkt es erst, nicht weil Frau nicht weiß, was ohne sie alles besser ist. So, um dies herauszufinden, muss Frau schon längere Zeit Roh- oder Paradiesköstlerin sein. Es ist nicht so, dass man das einmal ein paar Monate macht und dann plötzlich seine optimale Ernährung hat. Das ist eben, wie gesagt, der Punkt mit diesen Ernährungsstufen. Es ist ein jahrelanger Prozess. Und es ist nur so, dass jemand, ja, was weiß ich, der eine bleibt irgendwie bei Vollwerternährung stehen, der andere bleibt bei, was weiß ich, 80-10-10 stehen. Und so ist es einfach nur ein Reinigungsprozess. Die denken dann, hey, sie haben die Krankheit damit geheilt, aber doch kommt irgendwann wieder was und sie sammeln weiter die Gifte an. So. Der optimale Gesundheitszustand, den hat man wirklich dann erst, wenn man über Jahre lang den Körper mit Fasten gereinigt hat, dann nur noch eine Mahlzeit am Tag irgendwann isst, maximal zwei, und das Paradiesfrüchte oder Monokost, nur eine Sache. Genau. Das ist auch das, was die Buddhisten zum Beispiel machen, die ernähren sich nur vegan und nur eine Mahlzeit normalerweise am Tag im Kloster, ursprünglich, genau. So, ja, aber das waren so ein paar wichtige Punkte. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt einfach unter das Video und dann, ja, werde ich die euch bestmöglichst beantworten oder auch nochmal ein Video dazu machen. Genau. Aber ja, so läuft es eben mit der Entgiftung ab, also alles ist immer die Ausscheidung von Fremdstoffen, von Giften. Und du solltest dich freuen, wenn du krank bist, weil es immer die Ausscheidung von Giften ist. Der Punkt ist jetzt nur, warum bist du krank? Bist du krank, weil du ständig Neues ansammelst oder weil du deinem Körper die Chance gibst, zu heilen? Ja, also da habe ich auch ein Video zu gemacht, die zwei verschiedenen Arten von Krankheit. Genau. Ansonsten, wenn euch das Ganze näher interessiert, dann könnt ihr das in dem Videokurs, der ist drunter verlinkt, der Rohkostreinigungsweg, euch anschauen, vertiefen dieses Wissen. Da gehe ich wirklich in einzelnen Lektionen komplett darauf ein. Ihr könnt euch übrigens auch in dem Videokurs, geht einfach auf die normale Videokursseite, der Link ist eben unter dem Video. Das sind, im Moment sind es glaube ich 5 Interviews, der komplette erste Teil, jeweils eine halbe Stunde, mit zum Beispiel Henry Lob, der hat auch einen YouTube-Kanal, Silke Leopold, die wirklich auf diesen Reinigungsprozess eingehen. Interviews, wo ich den ersten Teil immer komplett umsonst anschauen könnt. Ihr müsst nur dazu auf der Startseite von dem Videokurs, könnt ihr das Inhaltsverzeichnis aufklappen mit diesem kleinen Pfeil. Dann könnt ihr einfach auf das Video in dem letzten Modul auf die Interviewlektionen Teil 1 jeweils klicken und die könnt ihr euch alle als Vorschau anschauen. Also schaut da mal rein, das hilft einem schon unglaublich weiter, auch wenn ihr den Kurs nicht kaufen wollt. Genau. Ja, ansonsten schaut euch auch durch diese Playlist, verlinke ich auch hier noch meine Infokarten, Rohkostreinigungsweg, da gehe ich nochmal näher drauf ein, schaut euch da durch.
Ihr könnt euch auch die Bücher von Professor Arnold Ehret holen. Die sind auch, wie gesagt, drunter verlinkt, beziehungsweise das PDF von der schleimfreien Heilkost von Arnold Ehret bekommt ihr auch kostenlos im Internet. Das ist auch unter dem Video von mir verlinkt, müsst ihr auf meinem Kanal mal suchen, von Arnold Ehret. Genau. Ja. Ansonsten war es das. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen, hat ein bisschen eure Fragen geklärt. Wenn nicht, wenn da noch Sachen unschlüssig sind, dann fragt einfach unter dem Video, schreibt einen Kommentar. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.